zweideutig denken, das meinte ich gar nicht. Wieso? Wenn du zweideutig, eindeutig mehr denkst, hast du doch viel mehr Spaß. Das im Leben, das ist richtig. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Aber ich habe jetzt nicht jedes zweite Wort irgendwo in einer Schachtel zu packen. Nein? Manni, was machst du da eigentlich? Achso, du streamst irgendwas. Gut. Ja, was machen wir jetzt? TS ist tot bei denen. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier irgendwo im TS rumhopse. Ah, mal kurz rüber hopsen in den anderen. Was ist denn jetzt geputzt? Ah, das war Entchen. Na, er hat ja gesagt, er muss mal eben rüber. Also wenn ich es jetzt richtig vernommen habe, hat Putin jetzt ganz große Probleme, ne? Die ja, aber sowieso schon die ganze Zeit Probleme. In China haben sie jetzt gesagt, hier, die haben jetzt wo Corona. Hier müssen wohl so einige jetzt in Quarantäne setzen und deswegen kriegt er jetzt kein Öl verkauft mehr. Ja, du, das ist ja auch, haben sie auch gesagt, für PlayStation 5 und sowas, genau da, wo die Chips hergestellt werden, was ja eh schon viel zu knapp ist, das Hauptproduktionszentrum ist auch mit Corona fast wieder völlig flachgelegt. Also da wird sich die Lage nach wie vor nicht entspannen. China ist doch froh, dass die, eigentlich ist China froh, dass sie jetzt einen Vorwand haben, um das Ding locker flockig runterzufahren. Oh, Polaritätswechsel, ja scheiße. Dass sie ihm da ganz elegant die Pistole auf die Brust setzen können und sagen, ist nicht. Und Experten haben ja schon gemeint, so maximal 2 Wochen und dann ist die Armee am Ende. Ja, gut so. Mangels, du umsonst geben die nicht auf einmal so viele Zugeständnisse, ne? Da, wo jetzt der Putin vorgesprochen haben, da muss ich dazu sagen, das war arschig von den Amerikanern, aber die haben sich über Putin kaputt gelacht. Die haben ihn nicht für ernst genommen. Die haben gesagt, verreck du mal. Das werden wir ja sehen, wer gewinnt. Ja, das ist ein Wirtschaftskrieg gut an der Stelle. Das Problem ist, ja. Es wird wohl auch im eigenen Land jetzt langsam doch sowas wie Druck aufgebaut. Die sagen ja, wie sie das so schön gesagt haben, immer mehr Russen wachen langsam auf, ne? Und dann letzte Woche, vorgestern noch die Tante, die in den Nachrichten aufgetaucht ist. Ja. Das war natürlich jetzt auch schwierig. Auch da haben einige natürlich mal hinterher gefragt. Das haben natürlich einige gesehen und dann kommen natürlich auch Fragen auf, ist das denn wirklich alles nur Spaß? So, und jetzt hast du natürlich auch noch die ganzen toten Soldaten dabei. Da fragen ja die Familien bei, wenn die da wirklich über 13.000 tote Soldaten bereits haben, die Familien fragen ja auch, was ist mit denen? Warum hören wir von denen nichts mehr und warum, wo sind die abgeblieben? Na? Richtig. Und was die halt eben völlig unterschätzen, die Welt ist nicht mehr so dumm, wie sie früher war. Mittlerweile hast du halt eben das Problem, dass durch die Vernetzung, die erholen sich auch so die Informationen. Die sind nicht mehr ganz so blind und doof, wie sie vielleicht vor 30, 40 Jahren waren. Heute wird viel mehr hinterfragt. Und du hast viel mehr Probleme, die Leute mundtot zu kriegen, ne? Ja, gut. Mund. Dort Mund? Oha. Ja, dort in den Mund. Alter, wo hast du mich hier reingeschickt, ey? Das war die Mission. Alter, die haben wir aber geschafft. Ich weiß nur nicht, ob ich alle Kisten habe hier. Guck ganz in Ruhe durch. Ja, guck ich ganz ruhig, du. Das ist so verwirrend hier, ey. Ich verlauf mich hier, ey. Ach. Musst du Sascha als Fährtenführer haben. Der kann gut Wege erklären. Mhm. Ja,
jetzt habe ich Andi die Werte von meinem Rechner geschickt. Ja. Das sagt da zurück, auch sieht ganz gut aus. Er hat auch irgendwas Volllast geschrieben, habe ihm geschrieben, ja, ich habe, also die Werte bei mir waren jetzt natürlich und mit diesem Primzahlenberechnungsprogramm, das hatte ich vergessen, also im Stresstest halt eben, der dann schon ein bisschen gelaufen ist. Ja. Hat irgendwas, er kommt irgendwie mit seinem AIO nicht über 70 Grad bei Volllast in seltenen Fällen. Wer da? Ja, aber kennst du Andi macht immer Schwanzvergleich. Das heißt, wenn du was Besseres hast, ja, versucht er das in dem Moment auszugleichen sofort. Ja, darum ging es ja auch gar nicht. Das System läuft stabil und mehr sollte es ja gar nicht aussagen im Vergleich zu dem der Kinder, ne? Im Gegensatz zu das, was du machst und was er auch macht, ist dein PC auf mehr ausgelegt als seiner. Bei ihm ist es eigentlich rein nur für Programmierung und vielleicht eventuell Gaming, aber nicht für Thema Streaming eigentlich gedacht. Ja, richtig. Deiner könnte drei oder vier Mal gleichzeitig die Games laufen lassen und das wird ihn nicht lohnen. Ich habe ja schon zwei, drei Spiele gleichzeitig aufgehabt, weil ich irgendwie eins versehentlich aufgemacht habe. Das hat den auch nicht wirklich gejuckt. Richtig. Ja, aber wie gesagt, das ist Andi, er braucht das halt. Ne? Mhm. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen nicht mit Vollgeis. Ganz so hoch. Du musst nur Bescheid sagen, wenn du fahren willst, ne? Oh, die Kinder sind ja noch auf. Ja, ich habe übrigens einen Anruf heute bekommen. Morgen um 9.30 Uhr darf ich mit der Bereichsleitung sprechen. Oha. Wegen meinem Anruf beim Geschäftsführer. Sie will wegen mit mir über unseren Teamleiter sprechen. Ja, es wird jetzt wohl dann richtig demnächst krachen, wa? Ja, und ich habe ja auch gesagt, sie soll dann auch mit Ina sprechen, weil die ist stinkiger wie ich und die wird auch deutlicher. Also ich werde ihr erstmal fragen, was sie morgen möchte. Auch da ging es auch wohl um, dass er bei Outlook immer auf Abwesen steht und. Mal gucken, was der Geschäftsführer noch gesagt hat und dann werde ich hier nur meine Meinung mal dazu sagen, was bei mir sehr so viel ankommt zwischendurch, ne, wo sich die Leute beschweren. Und werde ihr sagen, wenn sie noch eine zweite Meinung haben will oder wenn sie wieder für ihn versucht, Ausreden zu finden, sie soll dann auch ruhig nochmal mit anderen Leuten sprechen. Und dass das nicht jetzt von mir gekommen ist, wenn sie kommt, ich wäre ja so lange im Homeoffice gewesen, dann sage ich ja, aber der Kollege, der jeden Tag im Büro war, der kotzt sich mittlerweile jede Woche zweimal bei mir aus, dass unser Teamleiter nie da ist. Und der sagt normalerweise nie was, den nehme ich ernst, wenn der was sagt, ne? Ja, klar. Das sind alles sehr alarmierende Zeichen, sagt er. Und wenn, muss sagen, also in Demo jetzt im Moment ist es nur, dass wir so uns austauschen, um, wie ich auch gesagt, es geht mir gar nicht darum, Stress zu machen. Mir geht es darum, Stress, der im Personalrat dann nachher aufkommt, deswegen, weil wir uns mit irgendwelchen Beschwerden auseinandersetzen müssen, zu vermeiden. Im Moment sind wir noch in der Eindämmung vom Problem. Nur wenn es einer uns offiziell einschaltet, dann haben wir keine Eindämmung mehr, dann sind wir im Flächenbrand und dann kommt noch viel mehr auf den Tisch. Achso, warte, mach mal so. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Dauert ein kleines bisschen, bis die Glaube euch auftaucht. Voll Manni in das Gebiet, hast ja gemerkt, wie schwer das war, ne? So, dann werde ich mich jetzt mal in den, weiß ich gar nicht, in welchem Stockwerk war ich denn? Auf alle Fälle, ich kämpfe mich mal bei Division ein bisschen weiter. Bin ja auf dem Weg zum Stockwerk 100. Oh, ich habe mich jetzt doppelt gehört, weil in dem Moment bei Sascha gerade das Streamer ging. Ja, wie gesagt, ey, das ist, sag mal, was soll der Käse denn? Jetzt hat er mir gesagt, Startetage 77. Ich war doch schon auf 90. Was soll der Käse denn jetzt wieder? Also manchmal ist eigentlich gut genug. Nee, manchmal verarscht er dich. Ich war beim letzten Mal kurz vor 90 eigentlich. 87, 88. Jetzt sagt er mir auf einmal, ich bin wieder bei unter 80.
Oh, ist ja kein Problem. 77 habe ich jetzt. Frechheit. Oh, oh nein. Oh nö. Weißt du, womit ich anfange? Ich fange direkt mit dem Abtrünnigen an zum Warmwerden. Oh Gott, ey, komm, oh, komm raus mit dem Schild hier und. Was? Aktualisierung? Wie jetzt Aktualisierung? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, habe ich. Gut. Oh, aber. Nein. Was mache ich denn hier? Warum werfe ich denn dauernd meine Drohne weg? Ich wollte. Oh Mann, die hat so einen typischen zwischen Mischung aus Cowboy und Anglerhut an. Mhm. Nice. Das Geile ist, Manni, ohne jetzt einen Biwak, wir haben hier einen Laden in der Nähe, da können wir jetzt einfach hingehen und gucken. Hm, nur wieder kleine Bugfixes. Ach nee, ernsthaft. Na, wo ist denn der abtrünnige Agent jetzt? Wieso, bist du jetzt beim Division-Spiel? Ich bin bei Division 2 und ich starte so. Erstmal habe ich gedacht, ich bin so kurz vor der Etage 90. Jetzt sagt er mir, nö, du bist bei 77. Mhm. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und der Einstieg ist sofort im Turm ein abtrünniger Agent, weil das ja so viel Spaß macht. Ja, Agent Engine soll sich da lohnen. Die Stimme aus dem Hintergrund. Das sind die gefährlichsten, musst du aufpassen. Ja, die sind gefährlich. Und da kommt auch schon die Drohne angeflogen. Naja, kommt so mit Nudelholz und dann gibt's Rambazamba. Aber ja, es ist auch nicht nur einer, es sind natürlich gleich zwei. Ja, Minimum, natürlich. Wenn nicht sogar drei. Ja, ich weiß. Solange da keiner bei ist, der Störsignale rausschickt. Rambazamba, wieso schmeckt das? Also, das Schlimmste ist, wenn jetzt einer kommt, der... Störsignale schickt hier dieses wie heißt es? EMP. Ah, guck mal, aus nächster Nähe. Jeder Treffer mindestens 1 Million Schaden. Der erste Abtrünnige ist tot. So, das war jetzt einfacher als erwartet. Ob seit 2 Stunden schon? Hä? Hitto? Oh, die Alte aus San Diego ist schon wieder seit 2 Stunden. Komm mal her, wir machen erstmal die Reparaturdrohne weg. Erstmal ein paar Sachen gekauft. Das kann ich auch mit dem Schild stoßen, Junge. Ja, das sage ich, weil ich dich schon wieder einfach nur. Und der zweite Abtrünnige ist schon tot. Das ging jetzt aber überraschend schnell. So viel an hat sie ja auch wieder nicht, kann jetzt für Twitch doch bald wieder sperren. Oha. Ach Sascha, siehst du, willst du dich bei Twitch schnell sperren, ne? Zieh dich einfach nur raus. Nein, das will keiner sehen. Ich werde auch keine Ohren ablecken, wenn du das meinst. Ach schade, hätte ich jetzt gerne so gesehen. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du schnell eine Sperre riskieren willst in Twitch, zieh dich einfach aus. Darfst du doch auch nicht. Das ist, ich finde das auch lächerlich, wenn die da in ihrem Planschebecken sitzen und irgendwelche Fragen beantworten. Hör bloß auf, ey. Ja, ey. Also es... Gucke ich mir früh nicht mal an, da twitzt ich weiter. Da kriegst du echt doch eine Krise. Oh nein. So, jetzt wird's lustig. Ich lange nicht mehr gesehen im Twitch. Top, der Sascha gönnt uns aber auch keinen Spaß, ne? Nein. Warum soll der dir das Spaß gönnen? Na ja, hallo, du hast den Spaß und wir kotzen oder was? Nicht da. Danke, Entchen. Was denn? Du willst vielleicht kotzen, aber die Weiber, die freuen sich vielleicht. Wirkliches Essen. Wenn die Weiber schon sowas im Internet machen, warum soll der Kerl das nicht machen? Wenn du ganz es kommt natürlich drauf, du darfst keine 250 Kilo schwere Frau oder Mann haben, ne? Das sieht nicht aus. Dann kannst du auch sofort diese alte Pressfigur an. Wir wissen, dass Sascha nicht fett ist. Ja, aber guck dir doch mal den Teebeutel an. Schwemmst ihn immer mit warmem Wasser auf, ist es weggebrüht. Ja, du wärst ja froh, wenn man bei dir überhaupt was aufgießen könnte, ne? Bei ihm, ja, er darf nicht mal von sich auf andere schließen. Ja. Aber hast du schon mal mitgekriegt, die Deutschen haben echt eine Teebeutelfigur.
Manche haben auch ganze Zeit ein Gesicht zum Teebeutel dippen, ne?